Galimard brachte mich zu einem Ort, der in der Nähe der Höhle war. Ich beschloss, zu Pater zu gehen, bevor ich ihn hier später wieder treffen würde. Pater las wie immer mit großer Konzentration ein schwieriges Buch. Ich beschloss, ihn zu unterbrechen, was untypisch für mich war. Pater, es tut mir leid, dich zu stören, während du liest. Hast du einen Moment Zeit? Toastbrot? Was ist los? Ist etwas passiert? Nein, nichts Besonderes, aber ich will mit dir über ihn reden, über Ferdinand. Ich dachte, er heißt Horst. Horst. Du willst über diesen Mann reden? Geht es vielleicht um meine Anweisung, Feuerholz zu sammeln? Ja, richtig geraten. Du bist aber schlau. Bitte hör auf, ihn so harte Arbeit erledigen zu lassen. Wenn es wirklich etwas ist, was getan werden muss, werde ich es stattdessen machen. Du willst an seiner Stelle Feuerholz sammeln? Du bist zu schwach dafür. Aber trotzdem. Manu. Du willst es trotzdem noch machen? Dir ist dieser Mann so wichtig? Hä? Ich machte ein überraschtes Geräusch und Paters Augenbrauen verzogen sich unzufrieden. Was? Liege ich falsch? Wenn du ihn nicht liebst, wirst du vermutlich nicht vorschlagen, an seiner Stelle Feuerholz zu sammeln, oder? Ist das so? Ich weiß, dass ich dasselbe gesagt habe, als er Caliban Feuerholz sammeln ließ. Was könnte es sonst sein? Du liebst diesen Mann von ganzem Herzen. Er sagte mir das, als wollte er mich überreden und plötzlich wurde ich still. Aber Vater sollte doch widersprechen, dass ich und Horst uns zu nahe kommen. Warum sagt er also solche Dinge? Wenn er dagegen wäre, sollte es dann nicht gut für ihn sein, wenn ich mein Interesse an Horst verliere? Und in dem Moment, als ich Vaters Handlungen und Motive hinterfragte, kam mir das, was Caliban gesagt hatte, wieder in den Sinn. Könnte es sein, dass Vater wirklich Magie auf mich gewirkt hat? Das ist unmöglich, oder? Ich versuchte es verzweifelt zu leugnen und mich zu überzeugen, dass es nicht sein kann, aber es kam mir vor, als würde das Blut in meinen Adern gefrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, was Vater im Sinn hat. Sobald ich mich von Vater trennte, ging ich zum vereinbarten Platz, um Caliban zu treffen und zu diskutieren, was gerade passiert war. Aber wo könnte Caliban nur sein? Es wird bald dunkel, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Es ist sehr ungewöhnlich für ihn, sein Versprechen nicht einzuhalten. Vielleicht ist etwas passiert. Mir war sehr unwohl. Ich dachte gerade daran, nach ihm zu suchen. Als Zweikampf! Ich bin zu spät. Ach so. Caliban! Ich schlafe. Ich bin froh, dass du hier bist. Du warst zu spät, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Tut mir leid, ich habe dir Sorgen bereitet. Das hat sie eben schon gut. Ja. Ich bin wirklich froh, dass du endlich hier bist. Zum zweiten Mal. Tut mir leid, dass ich direkt zur Sache komme. Aber es gibt etwas, was ich dir erzählen muss. Es geht um Vater. Ist was passiert? Kriegst du gleich ein? Ja. Es ist scheint, dass Vater vielleicht doch gar nicht dagegen ist, dass wir zwei zusammenkommen. In diesem Fall kann ich das, was du gesagt hast, nicht länger leugnen, dass er Magie auf mich gewirkt hat. Ich verstehe. Wenn es so ist, dann könnte der Mann unter dem Einfluss derselben Magie stehen. Boah, ey, was meinst du? Hat Ferdinand... Horst! Hat Horst dasselbe gesagt wie ich? Aus irgendeinem Grund runzelte Caliban leicht die Stirn, als dir stirbt? Nein, ich habe nicht mehr mit ihm gesprochen. Aber als ich ihn nach ihm gesehen habe, hat er kein Feuerholz gesammelt. Vielleicht war er müde und wollte sich für einen Moment ausruhen. Nee, ich habe ihn eine Weile beobachtet und er sah gar nicht müde aus. Und er sah auch nicht so aus, als würde er Holz tragen. Ich verstehe. Also bedeutet das, dass er es nicht macht? Oh, das ist gut! Er leidet nicht. Aber warum konntest du nicht mit ihm reden? Du sagtest, du hast ihn eine Weile beobachtet. Also ist es nicht so, als hättest du ihn nicht finden können.
anders. Caliban wurde plötzlich unbehaglich still und fiel plötzlich wieder etwas ein. Hast das damit zu tun, dass du zu spät warst? Ich fragte ihn das, aber Caliban antwortete mir nicht. Ich wurde immer nervöser. Als ich ihn so intensiv anstarrte, machte er plötzlich eine seltsame Bewegung, als würde er versuchen, sein rechtes Bein vor mir zu verstecken. Als Reflex schaute ich direkt an, was er von mir verbergen wollte, und meine Augen weiteten sich vor Schock. Und ich will es gar nicht wissen. Du bist verletzt! Was ist passiert? Er hat ein Schwert gehabt. Es ist nicht wichtig, ich bin nur gefallen. Lügner. Wirklich? Lass mich die Wunde mal sehen. Es ist wirklich nichts. Bitte mach dir keine Sorgen. Sicher nicht. Ich werde mich um die Wunde kümmern, also setz dich schnell hin. Ich sagte aus. Das sehr energisch und Caliban gab endlich nach und setzte sich. Boah! Oh, was? 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 Das Blut hat doch nicht aufgehört zu fließen, weißt du? Das Blut hat doch nicht aufgehört zu fließen. Das glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der leuchtet aber nicht. Ein schreckliches Bild. Als ich den Umschlag deine Hose aufrollte, bemerkte ich eine Wunde, die noch immer feucht mit Blut war. Ich nahm ein Stück vom Stoff, den ich dabei hatte, aha, vorbereitet auf alles, und drückte ihn hastig gegen die Wunde. Tut mir leid. Es tut weh, nicht wahr? Bitte versuch, das noch ein bisschen durchzuhalten. Mir geht's gut, aber der Stoff wird schon schmutzig, wird ganz schmutzig. Wen kümmert der Stoff? Aber das ist sicher keine Verletzung, die man sich beim Stürzen zuzieht, oder? Die Haut ist nicht abgeschürft und die Wunde sieht sehr gerade aus. Es sieht aus, als wäre die Wunde durch einen scharfen Gegenstand entstanden. Hat Vater dir etwas angetan? Prospan? Ich merkte sofort, dass meine Mutmaßung vermutlich falsch war, da Caliban ernsthaft überrascht war. Ich kann aus seiner Reaktion schließen, dass es Vater vermutlich nicht war. Wie viele Menschen gibt es noch auf der Insel? Ach, verdammt! Zählen! Vielleicht, wenn er auf einen scharfen Stein gefallen ist. Also, schließlich gibt es außerhalb der Höhle keine scharfen Gegenstände auf der Insel, weil ich das hundertprozentig weiß. Und er sagt, egal. Genau. Während ich darüber nachdachte, bekam ich Kopfschmerzen, wickelte ich den Stoff um sein Bein und band ihn schnell zusammen. Also, ich bin fertig. Das war doch eine schöne Szene. Aber als ich gerade aufstehen wollte, erstarrte ich plötzlich. Nein, es gibt noch einen scharfen Gegenstand außerhalb unserer Höhle. Alle Puzzleteile fügten sich auf einmal zusammen, wie Sherlock Holmes. Und ich kam zur offensichtlichen Schlussfolgerung. Hat er dir das angetan? Ich glaube, ich erinnere mich, dass er ein Schwert hatte. Toastbrot. Ist das der Grund, warum du nicht mit ihm sprechen konntest? Caliban seufzte über die Flut von Fragen. Ja, so ist es. Er hat mich erwischt. Wie ich es mir gedacht habe. Ah, das tut mir leid, Caliban. Mir tut alles leid. Meine bloße Existenz tut mir leid. Ich wusste nicht mal, was das für eine Person ist. Und doch habe ich dich gebeten, so etwas zu machen. Es ist nicht deine Schuld, Toastbrot. Und ich glaube auch nicht, dass der Mann mich angegriffen hat, nur weil ihm danach war. Alter! Ich habe ihn erschreckt, als ich plötzlich seinen Namen gerufen habe. Horst! Caliban! Jemanden zu schützen, der ihn verletzt hatte. Ich war so von seiner Freundlichkeit bewegt. Tief bewegt, ja. Ja, tut mir leid, ich bin hingegangen, um ihm zu sagen, wie du fühlst, aber letztlich habe ich nichts erreicht. Ich werde es ihm definitiv beim nächsten Mal sagen. Also warte noch etwas. Beim nächsten Mal? Du hast vor, nochmal hinzugehen? Ja, das tue ich. Das ist dämlich.
Er könnte wieder versuchen, dich anzugreifen. Sein Gesichtsausdruck wurde sanfter, offenbar, damit ich mich besser fühlte. Ist schon in Ordnung. Ich werde vorsichtig sein, ihn beim nächsten Mal nicht zu erschrecken. Das Dialog. Aber, es tut mir leid. Toastbrot, du bekommst Schwierigkeiten, wenn das so weitergeht. Wenn du falsch damit umgehst, wirst du am Ende noch jemanden heiraten, den du nicht mehr liebst. Was? Bist du sicher, dass du das willst? Er sagte das sehr ernst und ich biss mir auf die Lippe und ich weiß nicht, wie er gerade auf das Thema kommt. Das will ich wirklich nicht, aber ich will auch nicht, dass Caliban verletzt wird. Ich weiß, wenn du wirklich so entschlossen bist, dann nehme ich mit. Toastbrot. Scheiß Idee. Caliban hat dieses Angebot offensichtlich nicht erwartet und seine Augen weiteten sich verwundert. Warum weitet sich ständig das Auge? Was sagst du da? Was soll das bringen, wenn du mitkommst? Vielleicht weitet sich auch irgendwo ein Anus. Ich weiß es nein. nicht. Nein! Oh. Nein, ich weiß schon. Du lässt mich einfach mitkommen und ich werde in der Nähe warten. Wenn ich alles einfach aus sicherer Entfernung beobachte, werde ich mich nicht seltsam verhalten, nicht wahr? Bitte lass mich mitkommen. Ich mache mir Sorgen um dich, weil das gar nichts bringt. Aber egal. Ich verstehe, wenn du wirklich darauf bestehst, dann lass uns zusammen gehen. Nachdem er das gesagt hat, lächelte er resigniert. Du kriegst wie ein Emo, ey. Wer, ich? Ja. 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 Kann das bitte zu Ende sein? Nein, mir tut es leid. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Nein, ist in Ordnung. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Es war nicht so meine Schuld. Dann leg dich auch sofort getan, auf den Boden. Du besorgst, ob ich bist und halt die Klappe. Bring dein Shirt aus. Ja, aber ich hoffe, ich hab dich nicht erschreckt. Leg dich auf den Boden, zieh dein Shirt aus. Nein, nicht wirklich. Nein, ich war ein wenig überrascht, aber ich habe wirklich gemerkt, dass du dich um mich sorgst. Zieh dein Shirt aus. Ich verstehe. Ruhe da hinten. Caliban. Atmet und setzt sich auf einen großen Stein. Soll ich mich auch? Nein. Ich fühle mich ein bisschen müde. So,